Paukenschlag bei Schalke 04 nach der 1:5 Niederlage gestern gegen den VfB Stuttgart folgten wieder einmal Konsequenzen in der Schalke Abteilung. Es wurde ja gestern schon spekuliert, dass aktuell oder ehemalige Trainer Christian Groß die Umkleidekabine verloren hat und sich die meisten Führungsspieler gegen ihn gestellt haben. Angeblich gab es da Differenzen bezüglich der Namensnennung von gewissen Spielern und auch sprachliche Differenzen. Und heute wurde es dann von Schalke 04 dann gegen 12 herum selber bekannt gegeben, dass die sportliche Führung ab sofort freigestellt wird. Das heißt, auch Sascha Rita oder auch Werner Leutert, aber auch Jochen Schmidt werden alle von ihren Aufgaben unterbunden. Natürlich wieder mal ein Chaos in der aktuellen Schalke-Saison. Also es kann ja wirklich nicht mehr viel schlimmer gehen für die Gelsenkirchener, denkt man zumindest. Aber jetzt stellt sich wieder die Frage, wer soll die Mannschaft bis zum Saisonende übernehmen? Hüb Stevens natürlich wieder mal der klassische Retter, aber ich glaube, selbst der wird momentan nicht in diesen Chaos-Club reintreten. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist momentan einfach Faktum, dass der Club sich gerade selber auseinandernimmt und die Fans dürfen nur zuschauen. Und da würde mich jetzt interessieren, was ihr von dieser plötzlichen Entlassung wieder haltet. Was macht Schalke momentan falsch? Warum läuft es einfach nicht? Was ist mit den Spielern? Weil 4 Trainer in einer Saison, es muss dann auch irgendwas mit den Spielern zu tun haben. Natürlich, der Trainer ist verantwortlich für die Aufstellung und für die Taktik, aber am Ende des Tages sind auch immer die Spieler, die die Leistung erbringen. Müssen die Spieler da auch auf jeden Fall in die Verantwortung genommen werden. Wichtige Führungsspieler, Stambouli, Kolasinac, alle Spieler, die in die Verantwortung gezogen werden müssen. Und da würde mich auch vor allem von den Schalke-Fans interessieren, schaut es jetzt überhaupt noch irgendwie positiv in diese Saison? Habt ihr schon die letzte Hoffnung verloren oder habt ihr euch damit abgefunden, dass es diese Saison einfach, oder dass generell dieses Jahr einfach zum Abhaken ist und dass es eigentlich nur mal besser werden kann, denkt man jetzt zumindest. Aber wie schon gesagt, Schalke ist momentan planlos und hat wirklich keine Zukunft momentan, wie es ausschaut, zumindest nicht in der ersten Bundesliga. Wie gesagt, schreibt mir da eure Meinungen gern in die Kommentare, ich diskutiere immer gerne mit. Und wie gesagt, bitte immer sachlich bleiben, es ist ein sehr emotionales Thema, vor allem für die Schalke-Fans, aber natürlich auch für Bundesliga-Fans schon seit langem, weil natürlich Schalke 04 ein Traditionsverein ist, der schon lange in der Bundesliga tätig ist und es einfach gerade einfach nur zusammenbricht und es immer wahrscheinlicher ausschaut, dass Schalke nicht nur absteigen wird, sondern auch im Chaos zumindest versinken wird, sofern nicht ein Plan und gute Leute eingestellt werden, die den Verein wieder aufbauen können. Wie gesagt, schreibt auch mal gerne in die Kommentare, ich diskutiere immer gerne mit und wir hören uns dann beim nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.